Das Ergebnis enttäuscht uns. Wir hatten natürlich gehofft, dass der politische Beschluss bestätigt wird und wir die erforderliche Anzahl der Stimmen bekommen. Das ist uns nicht gelungen. 3/7 der Stimmen waren für die Verlagerung, 4/7 der Stimmen waren dagegen. Aber das erforderliche Quorum ist nicht erreicht worden. Insoweit ist es auch kein Beschluss gegen die Verlagerung, sondern das Thema wird an die Politik zurückgegeben und dort wird es im Oktober behandelt. Das bedeutet für uns erstmal 3 Monate Stillstand. Wir werden keine weiteren Planungen vorantreiben und warten nun die Ergebnisse des Gemeinderates ab. Und wir brauchen dringend eine Lösung nach wie vor und werden an allen denkbaren Lösungen mitarbeiten, uns einbringen und dieses unterstützen, denn wir kämpfen nach wie vor für einen neuen Betriebshof und sind für die Diskussion offen.